nicht im Griff, wir wollen alle nur hier raus. Alles fliegt hier rum und alles ist verschmutzt. Es ist traurig im All, wenn keiner putzt. Leutnant Flanagan braucht morgens ewig im Hygienebereich. Und wenn ich nach ihm reingehe, vergeht es mir gleich. Der Vakuumsog ist mit Flanagans Haaren verstopft. Am Urinablassschlauch hat er daneben getropft. Und er hat den Ultraschallrasierer nicht wieder in den Spind geräumt. Leutnant Flanagan ist immer durch den Wind und verträumt. Und Sergeant Lee reinigt nie seine Expeditionsklamotten. Er wirft sie einfach irgendwo hin, wo sie dann gammeln und verrotten. Und seine Socken, dass die immer überall rumfliegen müssen, das geht gar nicht, weil er leidet schlimm an schweißigen Füßen. Und manchmal schwebt von ihm sogar, man glaubt es kaum, eine alte Unterhose quer durch den Aufenthaltsraum. Aufenthaltsraum auf unserem Raumschiff. Sieht es scheiße aus, wir haben's nicht im Griff, wir wollen alle nur hier raus. Alles fliegt hier rum und alles ist verschmutzt. Es ist traurig im All, wenn keiner putzt. Und Captain Meyer trinkt immer Kaffee und räumt den Becher nie weg. Und in der Bordküche überall nur leere Tetrapacks und Dreck. Und im Maschinenraum hinter dem Antriebsmodul, da läuft irgendwas aus, das riecht auch nicht so cool, shit. Und im Cockpit, Mist, das ist so unordentlich, dass ich mich verspielt habe. Und im Maschinenraum, hinter dem Antriebsmodul, da läuft irgendwas aus, das riecht auch nicht so cool. Und im Cockpit schweben in der Luft die schwerelosen, leeren Chipstüten und ausgetrunkenen Weltraumbierdosen. Und das Imperium spart am Reinigungspersonal und unsere Mütter, die arbeiten auch nicht hier. Die Wahrheit, Astronauten, ist einfach und banal. Wer soll hier putzen, wenn nicht wir auf unserem Raumschiff? Sieht es scheiße aus, wir haben's nicht im Griff, wir wollen alle nur hier raus. Alles fliegt hier rum und alles ist verschmutzt. Es ist traurig im All, wenn keiner putzt. Es ist so traurig im All, wenn keiner putzt. Und lüften kann man auch nicht, was auf der Erde ja die Lösung wäre. Weil hier oben gehen die Fenster nicht auf, sie sind dicht. Und draußen gibt es keine Atmosphäre.